Was für ein schöner Winkel. Oh. Ersten Auftritt nach 4,5 Monaten. Das letzte Mal, wo ich so lange nicht auftreten bin, ist bevor ich das erste Mal auftreten will. Und natürlich letztes Mal. Das sind dort aber nur 3 Monate gesehen. Und ich weiß noch, wie der erste Auftritt nach diesen 3 Monaten war. Nämlich absolut katastrophal. Ganz, ganz schlimm. Darum bin ich sehr gespannt, wie es heute wird. Es ist Montag. Ab heute dürfen wir wieder kulturelle Veranstaltungen machen. Bis 50 Personen. Und das macht das Casino Theater Winterthur. Rampensau. Offene Bühne, wo ich früher schon sehr früh konnte auftreten und Material testen, weil es noch nicht wirklich Open Mics und so Sachen gegeben hat. Boah, der Lichtwechsel. He? Und dann mach wieder rot. Komm. Mach rot! Hey! Brems! Ja. Rampensau. Jetzt bremst du wieder. Jawohl. Und Rampensau wird eigentlich vom Dominik Döbel moderiert. Wenn der nicht kann, dann darf im Normalfall ich ihn ersetzen, was eine grosse Ehre ist und immer sehr viel Spass macht. Obwohl man den Dominik natürlich nicht kann ersetzen. Auf dem Weg, im Stau. What else? Und bin gespannt, wie es wird. Gell? Ja. Wo geht's zu essen? Hallo. Schnitt gibt's genau, wenn ich drei bis. Achtung, wenn ich drei bis, gibt's Schnitt. Damit man dich auch noch sieht für die Besprechung. Genau. Dann können wir wirklich den Sepp machen. Er macht sicher irgendwie mehr etwas Lustiges oder so ein bisschen Quers. Mhm. Und der andere wäre mit Gitarre. Mhm. Und dann am Schluss wird es Sven. Und dann würde ich sagen, entweder Sepp oder Arndt. Dann mach doch zuerst Sepp, dann Arndt. Ist gut. Mhm. Klaus ist der Klaus. Mach mal ein Wortspiel. Hoi, Joel. Du bist doch Kamine, mach mal einen Witz. Du bist der Wortspieler, mach ein Wortspiel. Oh, ist der schon? Oi, der ist ja schon. Ah. Ich habe nicht aufgenommen, sag nochmal. Ist dein Vlogger-Kit eigentlich für Vlogger-Kids? Haha! nicht schlecht, mein Freund. Hey, ausverkauft jetzt oben, wie findest du? Sicher? Ja. So viele Leute wie sind jetzt noch nie an der Veranstaltung gekommen. Das ja! Doch, in Liestl. Setliste schreiben, keine Ahnung mehr, wie das geht. Super, ich auch. Ja. Geil. Ich bin ja dummerweise schon am 8. dran. Hey, wo bin ich eigentlich dran? Du bist Letzte. Fuck. Also, bis nachher. Bis nachher! Da. Das ist sie. Noch eine Viertelstunde, dann geht's los. Joel! Ja? Aha, sorry. Ja, mach nur fertig! A few moments later. Oh! Hey! Hoi! Wie geht's? Schön, dass du da einspringst. Hey, jederzeit gern. Ja, gell, es ist gerade alle gleich. Hauptsache, man geht wieder los und wollt wieder auf die Bühne. Nein, super. Okay. Also, bis nachher. Bis nachher, ja. Joel. Yes! Ich habe noch 3 Musical gefunden. Mhm. Und zwar über das Intro. Und ich würde reinlassen, also der Leo macht das Licht runter, ich lasse laufen. Du trittst schon auf, wenn du dann anfängst, dann nehme ich sie weg. Runter. Ja, kannst du sogar ein bisschen laufen lassen. Gut, schwätzest du drüber. Ich mache es ein bisschen. Genau. So, kannst du ein bisschen ziehen. Ja, es hat einen Fade-Out. So. Alright. Hey! Something
freue mich riesig. Natürlich bin noch ich, alle Menschen, die heute auftreten, ich hoffe ihr auch. Ja? Ja, zwei. Immerhin. Fertig. Ist okay gewesen. Nicht so schlimm wie das letzte Mal. Ah, brutal eingerostet. One done. Many to go. Hoffentlich. Hey, mach's gut. Vielen Dank. Danke auch. Ja. Hat Spass gemacht. So, wie hast du gesehen, erstes Mal nach 5 Monaten? Ja. Ja. Ich habe, ganz ehrlich sagen, den Moderator. Das ist scheiße gesehen. Ein bisschen strittige Persönlichkeit. Nein, voll geil gewesen. Also ich bin wirklich wie so ein Pflänzchen gesehen, wo zum ersten Mal wieder Wasser so vertrocknet. Wie ein Blümchen. Wie ist für dich gesehen? Ich habe die Moderation einfach huere geil gefunden. Ah, wie geht's dir? Merkst du, wie man es macht? Der eine sagt, das scheiße gesehen. Nein, das ist schwierig. Ja. Nein, weißt du, zum Teil überlege ich mir, soll ich überhaupt, weißt, wieso noch weitermachen, wenn alles gesagt ist? Du bist rein gesehen? Mein Auftritt? Ja. Es war alles dabei gewesen, von sehr mäßig bis okay. Yeah. Und ich bin echt froh, habe ich es probiert. Ja. Wie hast du gefunden? Ich bin mega eingerostet irgendwie. Also weißt du, das ist ja alles absurd mit so den Leuten mit Abstand und so weiter und so fort. Also so wenig Leute im Saal kenne ich ja schon vom Solo. Ja, wirst du mehr als vom Solo. Die Spielfreude, ja. Die kommt ja auch mit der Übung. Bei mir ist sie so 2 Sekunden da und das habe ich mega geil gefunden. Eben. Und dann ist so, weg. Und nachher ist alles weg und du bist auf so. Scheißegal, was ich sage. Die 2 Sekunden, die sind geil. Mit dem Interdiscount-Joke, das haben sie ganz geil. Der Interdiscount-Joke ist sehr geil. Billiger. Das ist sehr geil. I liked it. Wieso? Hast du nicht noch 5 Minuten gemacht? Ich habe nicht gewusst, was. Es war spontan. Obwohl, jetzt im Nachhinein schon. Wie viel Material hast du? Du hast 2,5 Solo-Programme und du hast nicht gewusst, was du 5 Minuten machen könntest. Weißt du, was hätte ich erzählen können? Was? Die Geschichte von Creux d'Yvon. Von? Creux d'Yvon. Ah, die kennst du noch nicht? Nein. Siehst du? Ah, den kennst du noch nicht? Erzählst du mal den. Nein, sorry. Ich habe auch nicht gewusst, was machen. Danke vielmals. Es hat Spass gemacht. Nicht oder? Ja, ganz auf, oder? Haben wir auch schon. Ich komme schon. American Wrestling. Im tiefsten Jura. Alter, du fährst durch wirklich nur Landschaft. Und dann kommt irgendwann so eine abgefuckte Hütte. Und dann kommt eine mit so lila Spandex. Geil, und sagt so, Bonjour. Hallo. Und dann sagt sie, Bühne. Und dann gehst du so im Estrich offen, wo sie ein fucking Wrestling-Ring mit Matte und Seil und allem. Und dann sagt so, jetzt machen wir einen Salto da drauf. Was? Das geht. Und dann musst du wirklich einfach. Wir haben so Frontflips gemacht, um einfach auf den Rücken zu knallen, auf die Matte. Ja, da bist du mal ein bisschen weich. Ja, sie tätscht aber gut. Ja, genau. Und dann haben wir so einen Fight inszeniert. Oh. Und der Gag ist gesehen, dass am Schluss sie mit ihrem Arsch mich ausnockt. Und ich hatte mir mitgehen, aber ich habe nicht gesehen, dass der Arsch kommt. Und ohne Scheiß Nacht. Jetzt bin ich noch so. Aber sie hat Ohrfeige können gehen, oder die auf der Brust haben nicht so lustig gefunden. Oh, die haben so geklatscht. So, du hast richtig den Abschluss gesehen. Ja, jetzt so genau. Du musst richtig kreien, gell? Du musst richtig. Ja.
Aber du musst andere Sachen schauen. Ich habe jetzt auch mit einem Kollegen, der feiert Wrestling mega geil, wirklich fest. Und so Dialoge sind einfach mega geil. Also weißt du, so das Reinkommen. Ich habe Top 10 geschaut, mit, wie sie mit Fahrzeugen zum Ring fahren. Ja. Weißt du, mit so einem Hansen. Weißt du, Dan Austin aus Texas oder so. Oder mit einem Milchwagen und dann spritzt er einfach Milch auf alle. Ist das der, der Matrix mitgemacht hat? Ja, der noch 10 Jahre lang in jeder Talkshow ist. Weil er bei Matrix der einzige Agent war. Eins von den 30 Doubles, die auf dem Lastwagen. Also nicht der Lastwagen. Das wäre ja ohne geil. Nein, es war nicht Mr. Swift, sondern einfach ein von seinen Klonen auf dem Lastwagen. Der, der nicht stürzt. Der hat irgendwie Daniel Brühlhardt oder so. Vor allem geiler Wrestling-Mama. Das war's. Ich muss euch rauskriegen. Also, yep. So, erster Auftritt. Dure. Langsam ein bisschen erleichtert und so. Ich konnte es leider nicht so fest geniessen, wie ich mir es vorgenommen habe. Aber für das ist definitiv die Übung und Repetition noch nicht genug drin. Aber es war trotzdem mega schön gewesen. Krass, wieder mal Menschen lachen hören. Und Klatschen ist mir nicht mehr so wichtig, aber das Lachen ist schon sehr, sehr, sehr schön. Und ich freue mich, dass es jetzt wieder losgeht, zumindest für eine Zeit. Und hoffe, da kommen wir dann mal an eine Show. Good night!